Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf dem nordfriesischen Marsch. Wir verkaufen aktuell Hafer. Aktuell wird auf Feld 2 Raps ausgesät. Hat die Arbeit gerade begonnen, mehr oder weniger. Und wenn wir Hafer verkauft haben, dann geht es daran, den nächsten Schritt zu tun, Weizen zu verkaufen. Genauso werden wir auch tun, wir werden auch den Hof erweitern mit einem weiteren Feld. Am Hof, auf diesem Feld, werden wir einen Kuhstall bauen und die weiteren Gerätschaften, Wasserfass, ein Viehtransporter, wenn wir uns noch kaufen. Schon mal die ersten Kühe kaufen. Dann werden wir Gras mähen. Wir werden einen Grassammelwagen kaufen. Wir werden auch Heu machen, Heu. Und natürlich Silage für die Kühe. Wir haben noch Weizen im Lager. Und Geld soll das nicht fehlen. Des Weiteren müssen wir noch Unkraut bekämpfen und düngen. Unkraut müssen wir überall machen und düngen bis auf Feld 15 auch überall. Also 2, 1 und 13. Die Felder müssen gedüngt werden. Stufe 2, sobald das Wachstum durch ist. Ein Hänger, aber muss ich noch ausgehen. Ups, fast voll. Freut sich die Kasse? Ich mir auch. Und ich bin ja gespannt, ob das Lager Hopfen annimmt und Roggen. Wer nicht, müssen wir uns da was einfallen lassen. Neues Lager, zum Beispiel eine Option. Dann könnt ihr mir eine Umgestaltung vorstellen. Aber das teste ich vorher aus auf einer anderen Karte, auf einem anderen Spielstand, dass wir das Geld hier nicht verprassen für irgendwelche Versuche. Ein Gebäudebau, dann umsonst zum Beispiel. Bringt ja dann nichts. Ihr kennt die Kurven nicht mehr. Ich muss im Fahrzeug sitzen. Wenn der Baum da mich meine Sicht verdeckt, ist es schon zu spät. Aber im Fahrzeug kann ich nicht so links rechts kaum schauen. So, das 70.000 ungefähr. Ja, fast.
Das wird sich bald zu merken sein, da jetzt auch mehr Land zur Verfügung kam durch die Wiesen 21 und 25. Bekommen jetzt auch mehr Einnahmen, weil wir viel mehr verkaufen können. Hafer ist leer. Weizen. Weizen, ja, immer noch Getreide haben wir. Ist ja relativ dicht bei. Aber ich denke mal, die Fruchtsorten gingen ja auf Menge auf. Genauso gehen die auf die Saatmaschine rauf, automatisch. Dann sollten die auch im Lager eingehen, normalerweise. Sollte dann normalerweise automatisch erfolgen. So müsste das eigentlich funktionieren. Müsste. Das Gras sieht so dünn aus. Eine Wiese Heu machen, eine Wiese Silage. Das kann ich mir gut vorstellen. Stellfelder 63, 64. Bremst sich ein bisschen besser. Ohne das extra Gewicht vom Mod. Ob es daran zusammenliegt, ich weiß es nicht. Ich hab's ja doppelt gehabt. Oh, schöne Sonnenblumen. Sonnenblumen heißt mehr Arbeit, mehr Pflügen. Jetzt haben wir einen Traktor und einen stärkeren dazugenommen. Aber trotzdem. Oh, wir haben so einen Spezialmod, haben wir da. Könnten wir in der Breite pflügen. Sieht aus wie ein Gruppe, aber er pflügt. Wäre eine Option. So, Weizen bringt schon weniger ein. Und dafür ernten wir auch mehr. Da wäre der Anhänger nicht schlecht, wenn Hänger mit Dolly hinten dran und dann hast du noch einen zweiten Hänger dran. Auf längere Sicht muss das Rot haben. Habe ich auch noch nicht gesehen. meine Wiese. Muss ja. Also langsam die. Das können wir uns nicht erlauben.
So, nochmal Weizen. Ach, das lassen wir so sein. So, wir kaufen jetzt Land. Und zwar 33, wahrscheinlich auch 20. Und zwar die 33, 151.000. Naja, 52.000 kaufen. So. Ja, kaufen, na, was war drinne. Da warten wir ab, bis was geschieht. Unbedingt brauchen wir noch nicht. Das sind nämlich Kartoffeln. Brauchen wir nicht. Jetzt sehe ich gerade, wie jeder spinnt. So. Ich sag mal so, wenn mich dieser KI in Ruin treiben. Gut. Jetzt schauen wir nach Kuhstall. Das heißt, wir gehen aus dem Hof. Das heißt, wir steigen mal aus. Gebäude. Diverses Hallen, Silos, Tierhaltung. Ein Milchhof. So. Das wäre eine Straße, das ist scheiße. So. Ich habe mich schon mal gedreht. Das ist aber jetzt, wie drehe ich mich jetzt hier? Das wäre eigentlich so. Apropos, was ich gucken wollte, ist bevor ich das kaufe und die Preise wissen. Hallen, Tierhaltung. So. Jetzt muss ich viel Fantasie haben. Grund ist das schlecht. Da muss ich da drehen. Dass ich im Prinzip von. Ich kann auch nicht über hinaus. Da vorne ist. Irgendwas ist da vorne. Gülle ist da. Man fährt im Stall rein. Da vorne ist. Da würde genau mit der Hecke abschließen. Kosten 225.000. Was geschenkt. Glaube ich, die Hecke begeht. Die Hecke ist weg.
Mein neuer Kuhstall. Das sieht mal gar nicht so schlecht aus. Die Sträucher kriegen wir noch weg. Hier können wir sehr gut reinfahren. Das passt schon. Unterstand. Mist. Und die Ecke werden wir dann bearbeiten. Oder auch nicht. Hier werden wir das ein bisschen angleichen. Das passt schon so. Und da ist halt die Wiese. Weiß gar nicht, wieso jetzt die Hecke weg ist. Ah, es ist überschrieben. Die Weide war vorher nicht. Aber das ist schon okay. Hey, Container hier. Kommt einen abholen? Den wollen wir nicht. Jedenfalls nicht so voll. Gut, okay. Hier ist die Milch. So. Aha, die arbeiten noch hier. Aha. Noch nicht fertig. Okay. Aber wir haben einen Stall. Das finde ich gut. Das können wir gucken nach Tiere. Und zwar Menü. Tiere. Du hast noch keine Stellung oder Tiere. Ja. So ein Müll. Jetzt brauchen wir noch einen Anhänger für LKW. Transport, Viehzeug, Anhänger, dafür bist nicht, weiß ich, wo fällt mir das, Bänder, Geld, Miettechnik, Forst, Tierhaltung, da fällt mir das. Ja, Milchbank will mir hier. Transport. Ah, ja. Gehen da rein 12 Kühe. Da gehen 14 Kühe rein. 6 Kühe. 6 Pferde. 14 Schafe. Der kostet ja so viel Geld. 12 Stück, der kriegt 14 rein. Na dann werden wir den mal nehmen. 14 Kühe ist besser wie eine Kackrenkuh. Felgenfarbe. Das muss dann Nebelblau sein. Kaufen. Jetzt haben wir einen neuen. Jetzt brauchen wir einen Wasseranhänger. Wasser. Dann brauchen wir kriegen wir viel Milch? Wahrscheinlich. Wir haben Schwatter, wir haben Mähweg, haben wir da. Ladewagen für Gras. Silage. Wir werden mal viele auch dran denken, dass wir später mal auch Strohlose verkaufen werden. Später 80.000.
400. Man sollte für die ersten Kühe reichen normalerweise, aber für Strohverkauf. Der kostet. Gib mir mal Geld gucken. Jetzt haben wir Gras, Wasser. Heu. Mähtechnik. Na gut, so Mähtechnik, ne? Wände, Spatte, Wände. Hey, bei meiner Firma. 13 Meter. Dann nehmen wir den. Normalerweise ist das nicht so. Die Teile hat mein Kollege noch nicht gebogen. Macht er so 400 Stück so ungefähr. Kaufen. Kaufen. Und? Zurück. Zurück. Schön, was ihr kauft. Und das wäre es für die Folge gewesen. Ich sag mal Winke Winke und Goodbye. Ich hoffe, wir sehen uns wieder zur weiteren Folge. Bis dann.